Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video. Freunde, heute gibt es wieder ein M-Special. Diesmal geht es um den M3 der Baureihe E46 und alles, was du beim Gebrauchtwagenkauf wissen musst. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Mit dem BMW E46 brachte BMW den M3 nun in dritter Generation auf den Markt. Den E46 M3 gab es nur als Coupé und als Cabrio. Das Coupé kam im Jahr 2000 auf den Markt, das Cabrio folgte dann ein Jahr später. Die Besonderheit beim M3 war, dass dieser optisch großteils über die gesamte Bauzeit gleich blieb. Optisch gab es quasi kein Facelift beim M3. Lediglich technisch wurde der M3 mit dem Facelift 2003 aufgewertet. Der M3 unterscheidet sich von seinen humaneren Versionen auch endlich wieder durch seine Karosserie, wo man beim Vorgänger E36 noch schmerzlich breite Radkästen oder eine andere Motorhaube vermisst hat, findet man diese beim E46 endlich wieder, sowie eine eigens entwickelte Abgasanlage und ein variables Sperrdifferential, welches bis zu 100% sperren konnte. Es gab auch eine stark limitierte Version mit der Bezeichnung CSL, was Coupé Sport Leichtbau bedeutet. Diese Version ist deutlich leichter als das normale Coupé, nämlich um die ca. 170 Kilogramm und hat auch etwas mehr Leistung. Beim normalen M3 gab es über die gesamte Bauzeit nur eine Motorvariante. Dabei handelt es sich um den S54 B32 mit 3,2 Litern Hubraum und 343 PS bei 7900 Umdrehungen pro Minute und 365 Newtonmeter Drehmoment bei 4900 Umdrehungen die Minute. Beim M3 CSL hatten wir ebenfalls den S54, allerdings mit ein paar Modifikationen, wie zum Beispiel der Ansaugung. Somit kommen wir insgesamt auf 360 PS bei 7900 Umdrehungen pro Minute und 370 Newtonmeter Drehmoment bei 4900 Umdrehungen die Minute. Erstmal zu den allgemeinen E46-Problemen, welche natürlich auch den M3 betreffen. Der M3 bleibt davon nämlich leider nicht verschont, auch wenn es ein E46 auf Steroiden ist. Wenn das Fahrzeug ein Navigationssystem hat, testet dieses unbedingt. Es passiert nämlich oft, dass diese nach all den Jahren sehr langsam funktioniert, Pixelfehler vorhanden sind oder diese zwischenzeitlich immer wieder aus- und angeht. Ist dies der Fall, muss man diese leider ersetzen. Die Fensterheber sind typisch BMW der Ende 90er, Anfang 2000er leider ein großes Problem. Hier können die Halterklipse abbrechen, die Schienen verbiegen sich durch schiefe Bewegung der Fenster oder die Motoren verweigern hier einfach den Dienst. Das Airbag-System kann auch gerne Fehler aufweisen. Hier kann zum Beispiel die Sitzbelegungsmatte durch Draufknien durchbrechen und das System meldet einen Airbag-Fehler. Ebenfalls kann auch der Schleifring am Lenkrad einen Defekt aufweisen oder die Gurtstraffer. Denn hier hat BMW leider nicht aufgebessert gegenüber den Vorgängern. Bei manchen E46 mussten auch technische Aktionen seitens BMW durchgeführt werden, bei welchen Fahrer- und oder Beifahrer-Airbag ersetzt werden mussten, kostenlos, da eine Charge beim damaligen Zulieferer fehlerhaft war. Fahrzeuge mit Xenon sind besonders zu kontrollieren, denn wenn die Farbe der Leuchten in lila oder rosa ist, sind hier die Vorbrenner defekt, was bei der Bauweise der E46-Scheinwerfer sehr teuer werden könnte. Grundsätzlich sollte man alle Gummidichtungen kontrollieren. Allerdings muss man beim Coupé ganz speziell auf die Türdichtung achten. Speziell auch dann, wenn das Auto im Winter genutzt wurde. Man sollte das Fahrzeug nach Rost absuchen. Besonders gefährdete Stellen sind die Radläufe, die Türkanten, der Batteriekasten und die Heckklappe. Gerade ein echter M hat in der Regel immer Probleme mit den Achsen, da diese nicht für die katastrophalen deutschen Straßen ausgelegt sind. Deswegen sind immer sämtliche Achslager zu kontrollieren.
Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt von allen. Achtet auf die Wechselintervalle der Lagerschalen. Diese sollten unter keinen Umständen überschritten werden. Es gibt keine Erklärung vom Verkäufer, wo man so etwas tolerieren könnte. Die dürfen nicht überschritten werden. Punkt, Ende, aus, keine Diskussion. Besonders bei sehr sportlicher Fahrweise sollten diese sogar eher stark vorgezogen werden, da dies mitunter einfach die größte Schwachstelle für die meisten S-Motoren darstellt. Beim Lagerschalenwechsel prüft jede Fachwerkstatt in der Regel auch die Ölpumpe. Daher achtet auch drauf, wo die Lagerschalen zuletzt gemacht wurden, denn die Ölpumpe ist gemeinsam mit den hohen möglichen Drehzahlen daran schuld, dass die Lagerschalen so dermaßen schnell verschleißen. BAVMO-Tipp: Nach maximal, aber auch wirklich maximal 80.000 Kilometern sollten die Lagerschalen im S54 B32 gewechselt werden. Besser noch vorher. Ansonsten ist noch auf Vanusklackern zu achten, da die Dichtringe nach vielen Jahren gerne verhärten und undicht werden. Das Problem haben alle älteren BMW-Motoren mit Vanus. Man sollte den M grundsätzlich auf einer Bühne prüfen. Hebt hierbei das Diff mal mit der Hand an, ob es sich im vorderen Bereich stark nach oben drücken lässt. Falls ja, macht sich hier ein kommender Defekt beim Differential bemerkbar. Prüft die Hinterachsaufnahmepunkte. Auch wenn viele denken, dass es den M3 nicht wirklich betreffen kann, aufgrund seines Baujahres, gab es trotzdem an genau diesen Punkten bereits herausgerissene Achsen. Lieber 10 Blicke zu viel als einen zu wenig in dem Fall. Das SMG bereitet leider auch oftmals Kopfschmerzen. In unserem Was ist eigentlich SMG haben wir im Detail erklärt, wie das SMG funktioniert und vor allem, worauf zu achten ist. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ein Blick lohnt sich auf jeden Fall in das Video, wenn das gewünschte Fahrzeug über SMG verfügt. Eine Besonderheit, die man bei einem M-Modell immer beachten muss, ist, dass es sich natürlich um einen Sportwagen handelt. Nicht wenige Besitzer werden die Fahrzeuge auch entsprechend genutzt haben oder sogar mal die ein oder andere Runde über den Track gejagt haben. Behaltet dies immer im Hinterkopf, besonders mit Hinblick auf die verdammt teuren Ersatzteile. Kontrolliert einen M also lieber doppelt und achtfach, anstatt das Risiko einzugehen, etwas übersehen zu haben. Der M3 war serienmäßig recht üppig ausgestattet, was natürlich daran liegt, dass wir hier über ein Topmodell der Mittelklasse sprechen. BMW wäre aber kein echter deutscher Autobauer, wenn man nicht trotzdem noch 1000 weitere Kreuze in der Sonderausstattungsliste hätte machen können. Serienmäßig an Bord waren definitiv elektrische Fensterheber, Car- und Key-Memory, elektrische Drosselklappenregelung, Tempomat, Nappa-Leder, vollautomatisches Verdeck beim Cabrio und noch einiges mehr. Man konnte sich zusätzlich dazu noch beispielhaft folgende Merkmale bestellen: Alarmanlage, Armlehne, elektrische Außenspiegel, Navigationssystem inklusive TV-Funktion, PDC, Autotelefon und auch hier noch weiteres mehr. Es gab auch ab Anfang 2005 ein sehr großes neues Ausstattungspaket, nämlich das Competition-Paket. Dieses beinhaltet 19 Zoll Räder mit speziellen Sportreifen, der gleichen Bremse wie beim M3 CSL, eine direktere Lenkübersetzung, eine sportlichere Fahrwerksabstimmung und die Möglichkeit per Knopfdruck den M-Track-Mode zu aktivieren, der die Antriebsabstimmung nochmal sportlicher auslegte. Das Paket ist bei Gebrauchten sehr gefragt und kostete damals auch immerhin satte 5.300 Flocken Aufpreis, bot aber sehr viel zusätzliche Sportlichkeit. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.